Hallo liebe Gamer, das ist der Marcel. Wir machen eine Famous Secret Zone auf der PS5. Da geht was. Und schnell da um Kontrolle Schritt bleiben und Spray da laben runter. Und Spray da. Dann mit der Zeit wie wir hier sprayen. Sollte noch ein Schädler. Dann kann ich auf die Spraydose sprayen, also wie im richtigen Leben. Und hier verschiedene Motive, eine Pistole, ein Lachimännchen. Ist, dann... Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delson, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts. Nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier.
Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. Er befindet die Hintertür zum Verlassen des Fisch, der Fischfabrik. Sackgasse. Ah, zu. Ich muss hier irgendwie raus. Kein Sucher da ist. Noch einmal nicht. Fingertür. Hallo, Freiheit. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Ich soll zum Langhaus kommen. Am Strand. Da hat aber noch keine Fähigkeiten. Sehr flüssig. Im Grafikmodus eingestellt, weil ich Grafik besser finde als das FPS. Aber ich finde es oft sehr flüssig auch. Wirklich. Schon fast da. Grafisch sieht es wirklich cool, ganz cool aus. Hat auch schon auf der PlayStation 4 Pro schon cool ausgesehen. Aber das ist eigentlich ein bisschen besser noch ein bisschen. Wie alt war ich, als ich das gespielt habe? Die Mutter hier hoch. Falsch abbogen da hier. Die Jüber sauber. Das war Zack. Knapp. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Der Plan läuft wie geschmiert. Hey, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, mein eigener. Ich habe der Bridge von ihm. Immer und immer und immer wieder. Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen. Immer und immer und Hältst immer wieder. Hältst du das wieder. Für einen Witz? Nein, Willst das ist. Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Ja, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, wer ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen du Scheiße du treten willst. Würde ich dir Wirklich? Erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben, okay?
Und da Sachen suchen. Reggie, der Mann hier braucht Hilfe. Ein Militär. Ich muss auch mit dem Touchpad durchdrücken. Und dann kann ich es befreien. Da sind so spezielle Fähigkeiten. Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay? Oh Gott. Oh. Hey, loslassen! Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor sie aufkommen. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh nein. Ich sagte, ich will niemandem wehtun. Jetzt habe ich die Kraft beim Übertragen auf meine. Reggie finden. Komm ich aber da relativ schnell. Teufel war das? Ich, was zum Teufel? Säck oder laufen? Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Aufhören, aufhören, aufhören! Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Mein Gott! Oh mein Gott, das soll aufhören! Reg! Reg, du musst mir helfen! Nein, ich muss hier durch. Was passiert hier? Reggie! Reggie, geh suchen, zu Bridge. Reg, alles okay? Was war das? Ich bin gefunden. Aber du bist. Ich muss dich schon den Baum eingeklemmt hier. Okay. Der Baumstamm eingeklemmt, besser gesagt. Ich muss hier Auto bewegen probieren. Alles gut, du bist okay. Nur atmen. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen, das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm okay. Schon. Alles klar? Ja. Dann los. Versprich mir nur eins. Keine müssen wir aber dann hätte ich es doch vor dir geschafft, ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Es ist nämlich... Sheriff, wir kommen nicht rein! Der Knopf klemmt! Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es raus. Dawson ist auch ein Bioterrorist. Nein, ist er nicht! Gut, geh. Aber dort die Lüftige durchkommen. Drinnen oder. Drinnen gehen und dann auch wieder rauskommen. Luftschächte. Gut zu wissen. Nicht gut! Wow. Das tut sicher weh. Betty! Wo steckst du, Betty?
Durchhalten! Ich will die Überraschung nicht verderben. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie hier weg reden. Von mir! Ich versuche Ihnen Nein, zu helfen. Nein, bleiben Sie weg von mir! Ah! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit! Oh. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus! Gut, ich bin weg! Nein, erst bringst du das in Ordnung! Der Zweikampf gegen Ende hier. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis das DUP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Hey, halt, halt, halt! Wir müssen dann noch... Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Du gehst nirgendwo hin. Damit haben wir nicht Leichtere. Kommt damit noch. Hör zu, keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conduit, Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Lauf um dein Leben, Klopp. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Ich will ihn besiegen, aber... So, wir haben ein paar mit der Karte. Bevor du das in Ordnung gebracht hast! Das kann man nicht in Ordnung bringen! Dann... Zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert! Keine Zeit! Das DUP ist unterwegs! Und sie weiß, dass ich ihren Plan kenne! Kommt wegen dir, Mann, nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reden bringt. Oh, jetzt haben wir die Augen verloren. Ah, du Hunger ist. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischfabrik. Okay. Die Türen auf. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp! Wir können noch reden! Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Macht aber ja auch, du... Wir haben ihn, oder? Konvits, oder Bioter, auf verschiedene Leute, die spezielle Fähigkeiten haben. Bioterrorist. Also Bioterrorist.
war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, gib mir Mühe. Du wirkst nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen. Und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Tja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Ich bin selber der Opfer entscheiden, aber hier werden die alle zwei verstellen, aber das ist die Stelle, aber ausgeben, dass ich Bioterrorist bin. Oder opfern, dass man es nicht opfern. Ich glaube, wir entscheiden mich entweder für die gute Seite, dann nehmen wir alle zwei. Sagt es nein, schon mal, ob ich das wirklich will. Den BA bestätigen. Mit Text. Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Delton! Ah! Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Ich muss selber für die gute Seite entscheiden, als Beschütze. Go.
hinterm Hus hin. Was zum Henker ist hier los? Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Sind die gebettet so? Wie lange war ich weg? Nick, Mann, was ist passiert? Oh mein Gott, wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? So, danke für den Talkset. Da kommen wir da rauskommen. Na, da kann zu Hause gehen vielleicht. Und niemand konnte sie aufhalten? Oh mein Gott. Betty. Der Zinnjunge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem, im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind akomisch. Wir schützen unsere Leute. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach Menschen umbringt. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey. Red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werd schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Ich mach's wieder gut. Der Bridge haben wir wieder vor ihm. Wegen Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen Ding. Wo wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Hey, Dalsim, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Ja. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, 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 warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld.
Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt, Delson. Du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm, weißt du noch? Wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen, ich... Das ist mein Wagen. In Ordnung, ich habe mir da schon was überlegt. Okay, also, wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive-Conduit-Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Ich werde die Kranken heilen. Meinst du echt, die schmeißen dir eine Parade? Wach auf, Mann. Hey, keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Wow. Shit. Fantastisch. Huh. Tja. Den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Verdammt. Großer Gott, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich. Das ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Mann, das ist wie Wege. Oh, das ist dann wohl das Mutterschiff. Mein erster Tag kann ich einsetzen. Scheiße, Delson! Hey, alles okay? Okay. Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Ich hab gerade die Drohne abschießen. Oh ja. Auf jeden Fall neu und besser. Delson, das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Ist aber... Bitte! Okay, gut. Wir gehen beide hin. Nein. Du spielst den Supercop, okay? Ich komm nach, so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Ich fasse jetzt alles an. Du zuerst, kleiner Kerl. So scharf kann da einsteigen. Okay, ja, danach könnte ich wirklich süchtig werden. Wo die anderen drei Stück noch sind? Wie niedlich. Kann ich da auch? Hey, das brauche ich noch.
Vielleicht muss ich bloß Rauch nachtanken. Da steht doch hier Energie drüber. Sich der auch noch weggeschlagen. Also was ist? Oh ja, das müsste funktionieren. Mann, wenn wir in der Stadt sind, muss ich unbedingt noch mehr von den Dingern finden. Oh, die hängen da dran. Hey, Dirtzen, ich brauch dich hier oben. Alter, du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Dirtzen, ich weiß, was du denkst. Tu's nicht. Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter erledigt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Dienststörer. Das dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Die erste Fähigkeit erlernt. Ich bin nicht aufzuhalten. Dirtzen, ich sagte nicht. Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören. Meine Heldentaten sind zu laut. Dirtzen, ich werde nicht. Ups, du warst weg. War wohl die falsche Taste. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Hey, Reggie, mach auf, na los. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dirtzen, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe sie. Er sagt, er will die Tür eintreten. Na los! Sir! Nur noch eine Sekunde! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. 5 Minuten. Mhm. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst, so wie jetzt? Im Karte, aber zu den Verkehrung kann man da wieder. Kann man nicht aufnehmen, leider. Die geplante Stilllegung der Brücke 520 auf Anordnung des IOP beginnt in Kürze. Alle Fahrzeuge und Personen haben die Straße. Klingt nach einem sinnvollen Hinweis. Dirtzen, ich habe die Arbeiter rübergebracht. Das DOP. Die Brücke räumen. Komm dich holen, also. Reggie, hörst du mich? Was ist da los? Hallo? Hey! Hey! Braucht ihr Hilfe, Leute? Oh Mist! Ein Bioterrorist! Hey! Das ist einer von diesen Freaks! Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Oh.
Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Hey, echt Mann, ich will nur durch den Tunnel. Jetzt gehört er mir. Doch die Energie aufnehmen. Aber du hast die Wahl, aber das Quadrat zu drücken, für böses Karma auszuhalten, oder wir tun nur festnehmen, oder besiegen, besser gesagt, damit wir das Quadrat auswählen, als Dreieck auswählen. Quadrat ist nicht so. Siehst du, wir sind nicht alle Monster. Ich finde es gutes Karma, aber. Was denn gerade? Reggie? Oh Mann, antworte doch! Oh mein Gott. Das war eine Brücke? Komme, Reg. Irgendwie hängt es da gerade ein bisschen fest. Ah, jetzt ist es gegangen. Hat es verhangen. Muss doch, Kerneli. Zeig, was du kannst. Mit Energie aufnehmen. Immer her damit. Okay. Kann man ja schon drüber schweben oder gleiten. Reggie? Derzin? Was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Und viel Spaß. Tja, okay, mach ich. Bis dann. Schon fast drüben. Komm, lass das sein! Verdammte Brücke! Ich würde das gerne aufnehmen.
20 Rücktritt. Oh, von an okay. Einfach lang. Reggie! Reggie! Ach, wirklich hat er das jetzt geschafft, dann ist er. Tut dir wieder dein Wurfarm weh, ha? Der Zinn? Okay, okay, okay. Na komm schon. Geht schon. Danke für die Hilfe. Sieh doch mal. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... Nein. Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein, nein, nicht wenn du mit normal die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen, okay? Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Okay, gut, gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Hör zu, versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Wie die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das DUP das alles in nur... Yep. Die waren echt fleißig. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hältst du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich. Diese Reihe auf. Ich darf zum Bus. Mit zu seinen Freunden. Dann. Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Scanner. Betonscan. Oh, schmeckt so gut. Besten 2 von 3. Dirtzen, hau ab! Den Teufel werde ich! Man soll immer alles rauslassen! Dirtzen, bleibe in Deckung! Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll! Ich hab auch besiege. Und zeigen doch weg. Da hat die Gefahren kommen da noch ab der Freie. Kurz ab. Ich lege noch ein bisschen Finger zum Energieaufladen.
meine Hülle verpasst. Kommt da neben die Türe. Schärpezen. Da kann ich eine Energie geholt. Also, hey, okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Da her müssen, die ganze Karte da hier. Wir sind zu dem Center über. Oh. Nein, 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 warte, ich komme in Frieden. Kehren Sie sofort in Ihre Häuser zurück, oder wir eröffnen das Feuer. Gewaltsame Abwehr des Zivilistenangriffs ist autorisiert. Kamera, wir müssen ausschalten. Da hat man nicht geschossen. Alles hingeschieden. Ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Also mit Machen wir das Ende mit dem Gameplay-Video. Danke fürs Zuschauen. Tut mir doch liken, wenn es euch gefallen hat. Tschüss zusammen.